Red. Red was. Sag was, du Verbrecher Natur. Glaubst du, ich hab meine guten Fenster gestohlen? Abziehen wäre das vermessen. Auf die Straße soll man dich setzen, damit du merkst, wenn du zukehrst. Aber sagst du nichts, du Ringelspielmensch. Mir hat die Rede verschlagen, Herr Onkel. Aber ich hab's gewiss nicht gern getan. Na, das wäre ja noch schöner. Aber ich werde schon deine Wadel für dich richten, du schlechte Kröte. Bitte gar schön, Herr Onkel. Alles. Nur nicht vor die Tür setzen. Was sollte ich denn da draußen in der weiten Welt und Mutterseelen allein anfangen? Du sollst jetzt den Hof nach zum Schuppen und dir ein bisschen Holz holen. Aber schön kantig. Und nicht wach. Verstanden? Marsch! Ich renne schon, Herr Onkel. Ja, strafe muss sein. Grüß dich noch. Auf dem Schweiler. Der Herr Inspektor, sind wir schon so weit, dass in die Vertrauten ins Haus kommen, wenn das nicht wegen dem Madel ist. Was heißt wegen dem Madel? Das ist nicht mein Ressort. Aber ein paar Auskünfte könnten Sie mir geben für meine Recherche. Ach so, da sind schon wieder ein kriminelles Subjekt auf der Spur. Das ist schon recht so. Nur der gerechten Strafe zuführen die Herrschaften. Gott hat mir gesagt, Strafe muss sein. Ja, aber was soll ich als unbescholtener Geschäftsmann und Steuerzahler dabei helfen? Ach, sagen Sie das nicht, Herr von Schweidl, sagen Sie das nicht. Oder glauben Sie vielleicht, dass uns die Stravanzer helfen? Caroline? Fleißig, fleißig, oder? Ja, wenn Sie wüssten, was die gerade angestellt hat, da täten Sie es auf der Stuhl mitnehmen. Na, was hat sie denn wieder verbrochen, die Caroline? Ruinieren will sie mich. Ihren Wohltäter zu Grund richten. So, jetzt tragst du das Bier, oder du ist weg. Da. Da her. Und legst so her und kniest dich drauf. Dass die alle Leute sehen, dass du dir geschaut hast. Und aufstehen tust du nicht früher, als ich sag, verstanden? Avanti! Aber, Herr Onkel, ich hätte aber droben hätte noch so viel zu arbeiten. Den Boden wachsen und das Blumengartel gießen. Na, wenn sie die Arbeit nicht von selber macht, machst du das eben auf die Nacht. Recht so, Herr von Schweidl, recht so. Aber ja. Wenn ich zu Ihnen gekommen bin, Sie kennen doch den jungen Tschermak, der im Vis-à-vis-Haus auf Untermitte logiert. Ja, freilich kenne ich den vierjährigen Tochter. Was ist mit ihm? Besagter Tschermak wurde von unseren Beamten beobachtet, wie er ihre Kolonialwarenhandlung betrat und nach 10 Minuten wieder verließ. Das war gestern, genau um 17:30 Uhr nachmittags. Erinnern Sie sich dran, Herr von Schweidl? Warum soll ich mich nicht erinnern? Danke. Ein Backel Pfeffer hat er haben wollen. Für die Soße. Aber ich hab's ihm verweigert. Und ob's es glauben oder nicht. Aufgeregt hat er die Hände und mit Tränen in den Augen ist er da gestanden und hat mich bitt. Aber wenn ich hart bin, bin ich hart. Ja, was ich nicht sagen, hat er denn nicht zahlen wollen? Er, der Sohn angeblich gutgestellter Eltern? Na, da ist mir etwas unklar. Aber woher? Der hätte mir ohne weiteres 5 Gulden geben fürs Backel, wenn ich es wollen hätte. Aber ich stehe nicht drauf an. Also, 2 Schritte und nicht weiter. Ich weiß, was ich tue. Also haben Sie ihm den Pfeffer nicht verkauft? Nein. Was anderes? Hat er einen gemahlenen wollen, der junge Tschermak, oder einen ganzen? Denken Sie gut nach, Herr von Schweidl, denken Sie gut nach. Ihre Aussage in diesem Fall ist von unerhörter Wichtigkeit und wird von mir persönlich zum Protokoll genommen. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Was er gestoßen oder waren es Kerneln? Ja, und Pfeffer hat dort wohl der böhmische Hudel und das ist alles. Schade, dass Sie das vergessen haben. Herr von Schweidl, sehr schade. Also den Pfeffer haben Sie ihm aber keinen verkauft. Ich gebe Ihnen zu Protokoll, Herr Inspektor, dass ich dem jungen Herrn Tschermak keinen Pfeffer verkauft habe und dass ich überhaupt kein Mensch mehr was verkaufen werde. Weder was gestoßen ist, noch was Kerls, noch irgendwas. Und warum? Weil ich nicht haben will, dass Leute um den Hand gehen und sagen, der Schwerl jetzt nötig, seine Sachen zu verkaufen, weil er sonst das Geschäft zusperren ist. Schreibst du es auch zu Protokoll? Na, für mich ist nur wichtig, dass Sie ihm keinen Pfeffer verkauft haben. Alles andere privat und nach Geschäftsschluss. Also kein Pfeffer für Tschermak. Nein. Da kann man nur durch die Zink pfeifen. Nur durch die Zink pfeifen. Aber ja, Herr von Schweidl. Jedenfalls besten Dank. Ja, gern geschenkt, Herr Inspektor. Gern geschenkt. Und schön auf der Spur bleiben. Na, da hast du den Souvenir, Tschermak. Haha, Komponist. Ja, dass ich nicht lache. Klavierspieler ist er. Und reif fürs Kriminal. Da wäre nicht zu fliegen. Entweder wird der Hirschgeweih rostig, bevor ich hart bleibe.
Ja, das nicht aber zu passen. Gell? Den ganzen Tag Fenster putzen und auf den geschnickelten Verlobten umspenzeln. Eigentlich wär's ja ein schönes Ball gewesen. Er braucht einen Pfeffer für seine unguten Soßen und du hast den anständigen Geschäftsleuten vom Grund die Scheiben ein. Ja, das hätte euch viel zu passt. Den ganzen Tag nicht aus dem Bett, ja. Ja, wie ich so jung war, nein, sowas hat's damals nicht gegeben. Ja, du vergisst mir ja aufs guten Tag sagen. Was ist denn passiert? Was macht denn das arme Haschel im Eckerl? Ja, wenn sie denn nicht recht, ich schaue halt nicht hin. Frau Korsettmacherin. Ich kümmere mich auch nicht um mein unanständiges Gewerbe, um meine Müllgeschirrfabrik. No. Ja, wenn ich mich nicht irre, so wollen Sie Ihre Schulden zahlen kommen. Am Samstag, Herr Kreisel, am Samstag. Aber jetzt geben Sie mir ein Püpserl russischen Tee. Den mit dem Chinesenbild drauf, weil mein Bräutigam da ist aus Lemberg. Und 10 Decker Landbutter und den scharfen grünspannigen Kassel. Aus ist 2 Schritte, Frau Gudl, und nicht weiter. Ja, wie rennst denn halt mit einer besseren Kundschaft? Bessere Kundschaft, dass ich nicht lache. Ja, glauben Sie vielleicht wirklich, dass ich mit meiner guten Ware in Ihre Lemberger Jumpster aushalte? Ja, bilden Sie ihn ein, ich hab's notwendig, den Leuten was zu verkaufen. Und noch dazu, auf Schulden. Verlegst ihn nieder. Ja, und stehst nicht mehr auf, also. Bei mir ist die weiße Kreide ausgegangen. Und der schwarze gibt's nicht. Gehen, sagt Schweidel, sonst fesch. Ja. Wenn ihn recht lieb, drum bitten, mir soll's auch nicht dran liegen. Hirten Sie, Frau. Sie wissen nicht und Sie vergessen, wer ich bin. Bei mir gibt's nichts mehr zu kaufen. Ja, aber was soll ich denn meinem Gast sagen? Mit was soll ich denn aufhalten? Wie steht denn da? Na, gehen Sie von mir aus, was wollen. Um Gottes Willen, was soll ich ihm denn geben? Na, soll ich ihn halt am Hintern greifen oder gleich ein Fleisch? Ordinärer Lackel, Sie! Was glaubst du denn? Gar nichts, glaube ich. Die Leute sollen ihn mitglauben. Sie bilden Ihnen vielleicht auch ein, dass Sie der liebe Herrgott sind. Ja, und warum denn auch nicht, Frau Gudl? Und merken Sie, na, ich weiß was. Ich brauche nur meinen Mund aufzumachen und die weißen Tauberl mit den roten Schnabeln, die fliegen nur so raus und bickerten Ihnen und der ganzen Sippschaft da in dem Kretzel die Eierln aus. Ja, und was stellen Sie noch vor, was tun Sie hätten? Frau Gudl, hm? Na? Ein Schmarrn. Ein rechten Schmarrn. So, und jetzt ist es froh, dass ich es nicht tue. Und gehen Sie fort aus meinem Gewölb. Fällt mir nicht im Schlaf ein, Sie blöder Kreisler. Zuerst mein Tee, meine Landbutter und den scharfen Kast, den grünspannig, dass Sie es wissen. Nein. Ob ich die Sachen kriege, habe ich gefragt. Nein. Sie, wenn ich die Sachen nicht gleich kriege, dann knöpfe ich meinen Mieter auf, leg mich da längst nach vor Ihnen auf den Boden und schrei, was Platz hat. Die Leute werden sich schon ihren Teil denken. Ja, dann tun Sie es doch, wenn Sie glauben, dass besser liegen will stehen. Aber wenn Sie dann nicht bald drauf sein, dann schicke ich Ihnen per Post mitsamt einem Kranz auf den Dürnbacher Friedhof. Ich hab Sie nicht um einen depperten Kranz gefragt, sondern um einen Kas und einen Landbutter. Und wenn ich das in Stand der Bette in mein Körper reinkriege, dann können Sie ihn auch geschrauen und hören, dass Sie im Laptop nicht mehr gesund werden. Ich zähle. Ne? 1, 2, ne? 3. Sei schon gekommen von der Post zum Abholen. Schönes gutes Tag allerseits. Einen halben Liter Ofen und Rum, wenn ich bitte. Sie grausiger Kerl. Einen halben Liter Ofen. Jetzt schrei aber wirklich. Ja, schreien Sie. Gebt mir meinen Rum, ich halte es nicht mehr aus. Sind Sie ruhig, Sie boshafte Leichenfladerer. Ich war zuerst da. Mit dem Fussel zeigen wir jetzt auch noch Zeit haben, hä? Caroline, jetzt stehst du auf und holst den neuen Kranz aus dem Besenkammer. Ja, was soll denn das wieder bedeuten? Der Mensch wird mir unheimlich. Durst. Ja, glaubst du, ich red nur so per Jux. Ja, auf nach Dürnbruch und eine beim Haupttor. Ohne Gnade und Barmherzigkeit, Gottes, Herr Popfinema. Sie sind ja ein Mörder. Wie der mir nur anschaut, Hilfe! Nach Dürnbruch, Frau Gudl. Zu die Spinnerin. Ja. Das Wagen von der schwarzen Post wart schon. Ein halben Liter Ofen. Ja, wär's bald, Caroline. Ich bin eh schon da. Was soll ich damit anfangen? Der, wo du hängst, nun. Nein, um Gottes Willen. Was soll ich denn am Friedhof mit meinen 28 Jahren? Ich halte das nicht mehr aus. Gib's mir meinen Rumkreisler. Ich bin jetzt langsam, du schieche Gans. Ich kenn mich nicht aus, Herr Onkel. Red nix. Jetzt hängst du den Kranz selber um und knirst dich wieder da hinein. Ich fürchte mich so. Was?
Das ist ja das Schöne bei dem Ganzen. Ihr sollt euch viel informieren. Herr Onkel, meine Knie, sie tun mir so weh. Die sollen euch nur schön wehtun. Ihr verdient's nichts anderes als Angst und wache Knie. Du komm ich jetzt! Weiße Hände raus! Gut, sie mir auslassen! Bitte, halt dich mal! Nur auslassen! Ich will keinen Ruhm mehr so, ich will keine Goldsandern mehr brechen! Bitte, Doktor, das sind meine Sachen! Ich will nicht ins Lager, bitte auslassen! Auslassen! Ja, bitte. Ich bin ja wie angewachsen, stellt's mich an! Stellt's mich an! Na, alles gut, kein Messer! Ich will's nicht! Meine Hand, na, meine Hand, seid schon recht schön brav, meine Hand, gell, nicht einmal schlafen und lassen fallen. Na, ich sag's ja, wir werden das schon sekiert, ja, wir zwei von den schlechten Leuten, ja. Herr Onkel, meine Knie, sie tun mir so fürchterlich weh. Du bleibst jetzt knien, bis da das Holz auf die Bahn geht. Ja, meine Hand, und kein Wort mehr. Jetzt hier, meine lieben Patscherln. So, jetzt geht's mich schon wieder heim. Und wenn ich euch brauche, werde ich schon wecken. So, das ist in Ordnung. Ei, was will denn die verhungerte Zechen wieder haben? Grüß die Hand, Herr Freistl. Ja, grüß Gott, liebe Frau. Was führt sie denn heute zu mir? Sind Sie mir nicht böse und ungehalten, aber ich komme mit einer großen Bitte am Herzen. Reden Sie nur, Frau Rungels, reden Sie nur, ich schaue was schön nach der Reihe. Ein Stückel Packpapier brauche ich heute. Dort von Ihrem neuen Zuckerhut, was jetzt so wegfällt. Ach ja, da fällt ich nur weg. Alle Tage eine ganze Masse. Aber ich habe ein blaues davon und ein schwarzes. Was für eins hätten Sie denn lieber? Ja, eigentlich wäre mir das Blaue schon lieber als das Schwarze, weil es nicht so schwarz ist. Ich tät Sie halt recht schön bitten und zahl Sie Ihnen recht gut. Ja. Wahnsinn, Steier. Also, barmherzigkeit, meine Knie. Kusch! Sein Staat, wo Kundschaften da sind. Was hat es denn, Schneider? Ja, und das Blaue, wollen Sie? Das sehen Sie von meinem Zuckerhutpapier. Ja, und so was, wenn ich fragen darf. Naja, wie soll ich das gleich sagen? Mein Buben, der Lorenzel, Sie kennen ihn eh. Wir waren schon ansprechen mit ihm und das hat auch nicht viel genützt. Für den Doktor reicht's nicht bei mir. Ich bin nicht arm, wissen Sie, aber auch nicht reich. So mittelmäßig ja. Halt, immer sagt, sind wir nicht besser, Kreisler, gell? Nein, werden Sie nur fest von der Leber weg. Ich bin ein guter Zuhörer. Ich höre gern zu, wenn die Leute plaudern. Ich habe immer gesagt, der von Gschweidl ist ein lieber, ein so äußerst lieber Mensch. Ich habe auch immer schon zu meinem Buben gesagt. Ja, ja, ist schon gut. Also, was ist jetzt mit dem kleinen Lorenzo? Hat er die Auszehrung? Oder ist er ein Kinderverzerrer in die Hände gefallen? Na, machen Sie mir keine Angst, Frau Hunger. Sie wissen, ich bin ein Kinderfreund. Aber nein, Herr Greisler, regen Sie ihn nur nicht auf. Hm. Ein bisschen krank ist er geworden, der Lorenzo. Unterwachsen ist er heute. Was ist denn das wieder? Was ist das, unterwachsen? Vielleicht ist es eine Verkühlung, wer kann es wissen? Ein Kind verkühlt sich halt gern. Ah, und Damm lang hat man sich gefreut mit ihm. Da hat er sich eben unterwachsen, wie Sie sagen. Ja und nein, Herr Greisler. Er hat sich nicht unterwachsen. Es hat ihm irgendein ein Ding unterwachsen. Denn selber tut man zu sowas nicht, das wehtut. Wer wird sich denn schon selber wehtun, wenn es nicht nötig ist? Kurz und gut, Herr Greisler, er kann den Ellbogen nicht mehr bis zum Knietscherl bringen, ja. Herr Lorenzl. Ja, warum soll er denn das? Was hat denn der Ellbogen beim Knie verloren? Na ja, das ist so eine Art Rheumatis. Und wenn man ihm den Ellbogen mit Gewalt da bedrückt, na, dann schreit er wie beim Zahnbrecher, der Arme. Na ja, aber warum drücken Sie ihm denn den Ellbogen mit Gewalt ab, wenn er schreit? Mein Gott, das ist so schwer zu sagen, weil er halt unterwachsen ist. Ah, ja, 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 ich bin im Bilde, ja. Und zudem brauchen Sie das blaue Zuckerpapier. Ja, Herr Greisler, das Blaue, weil sich die kleinen Kinder von den Schwarzen so viel fürchten. Ja, und schreien tut das, sagen Sie, wie beim Zahnbrecher. Recht haben Sie, Herr Greisler, also sind ja so ein gescheiter Herr. Und weil er jetzt unterwachsen ist, wollen wir ihm aus dem Zuckerhutpapier ein großes Herz ausschneiden mit der Schere. Ja, ja, ein großes Herz, wie bei den Kirtergestandeln. Kennen Sie, Herr Greisler, genau wie beim Schottenfetter Kirter. Ja, und das Schwein, das tun wir ihm dann mit einem gewöhnlichen Grammelschmalz anstreichen und stupfen es recht schön mit einer Spicknadel, damit sich der Schmalz schön durch die Löcher saugt. Und das Ganze legen wir dann dem Lorenzl schön aufs Brüstel und wickeln ihn fest in ein paar Handtücher. Ja, das wird ihm gut. Ja. Und da wird es dann bald wieder beisammen sein, das Lorenzl. Meine armen Knie, das Blut rinnt.
schon über dem Fußboden. Wer soll später zanglischen? Was hat's das, Lind? Ja, und dann wird's nicht mehr so unterwachsen sein in den Lorenzl, wenn man ihm jetzt das Zuckerpapierherzl schön süß und schön blau und voller Schwarz auf den Bauch legen. Aufs Brüsterl, Herr Greisel, aufs Brüsterl. Ja, 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 ich weiß, ich hab nur verrät. Und dann bringt auch wieder sein Ellbogel aufs Knie, der Lorenzl, ja. Und braucht nicht mehr so schreien. Ja, ja, und jetzt brauchen Sie das Papier. Sie sind so ein freundlicher Herr. Ja, das Papier. Hat der Holz schnitt mir das Knie bis aufs Bein. Was hat's denn die? Sei's ruhig, kannst nicht fragen. Jawohl, Herr. Wollst du was? Na ja, das Papier, das blaue vom Zuckerhut, kann ich jetzt kriegen? Nein. Das Papier meine ich für mein Lorenz und sein Herzl. Nein, ein Schmarrn kriegen's. Sie schäbige Notnagelin. Sie ziehen so, ich kann in der Luft nicht mehr vertragen. Ja, was hast du gesagt für mein Lorenz? Gar nichts hab ich gesagt. Sie sind doch nicht gut, Herr von Schweidel. Mir war noch nie so gut wie jetzt. Und wenn Sie jetzt nicht auf der Stelle verschwinden, ruf Herrn Bachmann! Nein, Gott, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Mein herziger Himmel, nur weg von da, da in dem Blut! Ah, der Schein. Ach so, Frühlingsbachen. Hätte ich bei dem blutleeren Armutskind gar nicht vermutet. Ja, ja, lieber Zacharias, ich glaub, du futterst das Mädel viel zu. Kein Wunder, wenn es dann übermütig wird. Bei meinem guten Herz. Onkel, voll um. Bitte, bitte lass es mir heraus aus dem Eck. Da geblieben, du weiblicher Widerspruchsgeist, und weiter gekniet da auf deinen Scheiteln, auf deinen Wohlverdienten. In meinem Fensterscheiben hat es auch wehgetan. Onkel, die Vogel haben gerade meiner guten Eltern, wenn sie mir nachschreiben, was sie mir alles auferlegt haben. Das wird ihnen gewiss nichts Gutes in den Kragen herum. Also das ist schon das Allerletzte. Der Wechselvolk untersteht sich seinem Wohltäter für all das Gute, das er ihm getan hat, noch zu verwünschen. Na, du, Wort, du Fritsch nicht. Jetzt kommt der Ochsenzähl. Vater und Mutter, schaut aber auf mich. Bitte unsere lieben Heiligen, dass sie mich bald erlösen. Von. Ja, was ist denn das wieder? Markieren, ja. Das kennen soll. Aber als arbeiten, ja, dann haben sie ihre Talente vergessen. Ja, dann nutzen wir uns. Hallo Wasser, ein guten Wasser. Aber geschwind. Ich werde sie schon munter machen. So, jetzt sag ich nicht mehr. Also lange. Hier ist der Wasser, sagt man schon. Hier ist jetzt meine Hand. Na, meine Hand. Hab ich vergessen. Habt ihr Hunger? Ja, freilich geht's los. Also lange. Habt ihr es gerochen? Ja. Und der pikante Gurkel, was? Ja. Ja, da habt ihr jetzt was Feines. So, ja. Und lasst euch nicht mit schmecken, ja. Aber jetzt sperre ich euch wieder ins Ladl. Ja, damit euch niemand was tut. Ja, und pumpt's nur recht fest, wenn's wieder was braucht. Ich wünsche Ihnen viel Nebel. Einen wasserigen Abend, Herr Meister. Sie haben mich gerufen. Ja, aber. Ja, lieber Mann, wir schauen jetzt her. Sind Sie im Bauch gefallen? Beim Wasserschöpfen? Wie viel Goldfischl haben Sie denn dabei verschluckt? Sie glauben, ich schluck nur Goldfisch? Hanna, ich schluck nicht nur die goldenen. Groß und kleine, schäbige und feine, schiere und schöne. Alle schön runter, wir's kommen. Ja, so geht's halt auf der Welt, Herr Meister. Ja, ist schon gut, Wasser, aber jetzt her mit der Puten. Der hat ja gar keine mitgebracht. Na, da hört sich die Gemütlichkeit auf. Ja, Herr, sind Sie angesoffen? Haben Sie schon vergessen, was ich gesagt habe von den Fisch? Denken Sie noch, Herr Meister, denken Sie noch. Aber schauen Sie das weiterkommen, Szenario. Am
Haben Sie es wirklich schon vergessen, dass ich die Schäbigen genauso verschluck wie die Feinen? Aber das ist mir Blunzen, mein lieber Herr Noah. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, dann passen Sie auf und verschlucken Sie ihn nicht einmal dabei. Bei den Grundlingen ist mir das noch nie passiert, Herr Meister. Nicht bei den Grundlingen. Weil sie klein sind, rutschen sie von selber oben. Nimm's wohl. Die Leute von heutzutage gehören alle in Kugelhof. Nicht einmal Wasser ist mir normal. Na? Rührt sich nur nicht das Zeitl. Nur froh wäre, meiner selber nicht die Lust werden könnte. Nichts als Aufregung hat man. Ich sag's ja, Undank, Weltlohn. Guten Abend, Herr Schweiz. Ich hoffe nicht ungelegen einzudringen. Sehen Sie, es ist eigentlich schon Geschäftsschluss. Aber als ich gesehen habe, dass Sie noch offen haben, habe ich mir gedacht, probierst du es. Ja. Auffressen wird er dich schon nicht, Herr Schweiz. Ich verkaufe nicht mehr wieder vor oder nach Geschäftsschluss. Das tut mir leid, aber Herr Frau Koberin. Schweidl, wer wird denn so böse sein? Sind Sie ja sonst nicht so unhumorig. Ja. Ich will ja halt nichts Gewöhnliches. Ihnen schaden wird es bestimmt nicht sein. Hand aufs Herz. Ja, fahren Sie halt außer mit der Sprache. Aber ich habe keine Zeit. Und reden Sie nicht so umeinander, das will die Katze um einen heißen Brei. Aber jetzt gehen Sie, Herr Schweidl, habe ich das schon jemals getan? Ich bin doch immer die offenste Person. Ich habe das Herz am rechten Fleck. Und das Mundwerk ist eben dort, wo es hingehört. Wir sind doch alte Wiener, Herr Schweidl. Ja, was glauben Sie denn sonst? Glauben Sie, ich bin ein Band oder ein Katzenmacher? Also jetzt reden schon, was wollen Sie? Sehen Sie, da gibt es verschiedene Dinge, bei denen man, wie man auf Französisch sagt, eine gewisse Delikatesse nicht fehlen lassen darf. Erzählen Sie mir nichts von Delikatesse, ich verkaufe nicht mehr. Jetzt und für alle Zukunft. Aber nein, lieber Herr Schweidl, Sie haben mich wieder einmal vollkommen grundfalsch verstanden. Delikatesse ist Französisch und hat mit dem Essen nichts zu tun. Durch die Blume, Herr Schweidl, durch die Blume. Was ist denn das wieder? Ich bin ja kein Baumschul. Sie haben eine Nichte bei Ihnen, die Lindscherl. Ein liebes Mädel, sage ich Ihnen, und ein sehr sauberes und bakschierliches Mädel. Ich wollte sie gern zu mir nehmen, wissen Sie? Als Stütze der Hausfrau, na, wie man so sagt. Sie soll es gut haben. Und an einer besseren Erziehung soll sie es auch nicht fehlen. Außerdem verdient sie sich, wenn sie brav ist. Schon das erste Jahr ihre 15 Gulden im Monat. Das ist nicht wenig. Ja, aber... Na, lassen Sie mich zuerst fertig reden, Herr Schweidl. Selbstverständlich kriegen Sie das Geld in Verwahrung. Ein junges Leut ist manchmal etwas leichtsinnig beim Geldhalten, lauter filigran und klumpert, sticht Ihnen da und dort in die Augen. Sie kriegerten also, wie schon gesagt, das Geld zur Aufbewahrung in die Hände. Na, sparen Sie es halt zu einer schönen Aussteuer. Ja, aber warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt, von neuem Anfang? 15 Gulden, sagen Sie. Das sind 30 Kronen. Was sage ich Ihnen? Sie sind der geborene Kaufmann. 15 Gulden, 30 Kronen. Na, hat am Riese, wie man manchmal sagt. Na, ich werde mir's überlegen. Wissen Sie, sowas muss man gründlich überschlafen. Was heißt da überschlafen bei der Gelegenheit? Schnappen Sie zu, Herr Schweidl, bevor Ihnen das Madel davonrennt. Glauben Sie mir, es ist hart, wenn man durch die Finger schauen muss. Ach, was wegen Sie vom Davonrennen? Die ist ja froh, wo es da bleiben darf. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn das Madel unter die Leute käme. Ja, Sie müssen mir schon sagen, wollen Sie oder nicht? Tja, müssen Sie hängen so und erklären. Ja, Sie ist schließlich und endlich das Kind von meiner einzigen Schwester, die ich gehabt habe. Die Bande des Blutes. Ja, ich weiß. Sie sind ein kernweicher Mensch unter einer Raumschale. Man sollte wirklich nicht auf die Leute hören und auf ihn ein dummes Gerät. Was reden denn die Leute? Sie werden es eh wissen. Nicht gut soll es haben bei Ihnen. Hunger und mehr Schläg als ein Hund. Ah, da schau ich ja. Was der ländliche Bagage nicht alles merkt. Streng bin ich, ja. Und warum? Weil ich haben will, das, was wird das hier? Da schauen Sie hin. Knien habe ich lassen, weil es mir die Fenster reingehauen hat beim Putzen. Und was tut sie? Na, was tut's? Die Ohnmächtige spülen und mir das Fleiß alles anblüten. Ich habe schon lang gemerkt, Herr Kreisler, aber ich habe nichts sagen wollen. Man muss manchmal wegschauen können. Kommen Sie morgen um dieselbe Zeit wieder. Man muss nichts sehen. Ja. Was brauchen die Leute, das zu wissen? Und dann reden wir weiter. Vielleicht können Sie das morgen gleich mitnehmen. Na gut, ich sag schon, dass die arme Seele Ruhe hat. Dann werde ich also morgen um dieselbe Zeit wieder herschauen, ja? Ja, und 30 Kandeln, haben Sie gesagt. Ja, wann sie sich tut und folgsam ist, 15 Gulden im Monat. Und jetzt bleiben Sie mir gesund und leben Sie wohl, Herr Schweidl. Ja, leben Sie auch wohl.
Und das braucht niemand zu wissen da in der Gegend. Und für 30 Grand und sorge ich schon fürs Bravsein. Gut ist. Na, stehst du endlich auf? Wasch dich ab. Schaust aus, als wäre ein Rasselbinder hin. Na, auf, hopp, 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 heb dich. Du Schäferl, sonst wär's der Tod. Bitte nicht mehr knien lassen, Herr Onkel. Geh mal, kurz ist nicht. Ich bin mir ganz lieber, die Füße mir hier abgeschlagen. Ja, red, bis gehst brunzen und jetzt gehst in die Kuchen und wasch dich. Danke, Herr Onkel. Ja. Kreuziger Brändler, denn warum soll man heute nicht lumpet werden? Der Brändler. Aber jetzt gehen wir so an die Rechnerei. Oh, hab ich euch aufgeweckt, meine Biberl. Nein, ihr könnt gleich wieder weiter schnacheln, aber zuerst müsst ihr mir sagen, was machen 30 Kronen österreichischer Währung monatlich in Gulden umgerechnet? Im Jahr, im 5 Jahr und im 10. 30 Ja, meine Zeiseln, ja. Ja, und jetzt rechnet's nur schön. Zeiseln, rechnet's nur. Wir rechnen schon. Aha, die Rechnung ist nicht leicht. Nein, ihr bringt ja schon zusammen. Ja, rechnet's nur, meine Finger. Ich hab ja Zeit. Ja, halt, mich nicht so ver... Nein, du hast euch verrechnet. Nein, damit wäre ich nicht zufrieden. Denkt schön nach, meine Finger. Na, denkt schön brav nach. 900 Florin, Herrschaften. Das ist ja was. Da kriegt man was. Aber 1800 Florinderln, das sind 3600 Kronen. Das ist ein Vermögen bei uns in Wien. Und wenn man dann noch bedenkt, die Zinsen und Zinseszinsen, und das... Nicht schlecht. Karin. Caroline, wo bist du denn? Lass mich nicht so hilflos da liegen. Ich bin ganz steif in Fies. Caroline, Lindsay, dein Onkel, der hat mich denn niemals. Engagierte Käsesesser sind schon die Greisler. Der Odeur hier erinnert mich an den alten Witz von der lustigen Witwe. Ein Doktor, ich stirb. Lass mich nicht so liegen. Ich komme ja nicht auf. Red nicht so pietätlos. Ich bin halt ein bisschen melancholisch. Und da kann ich sowas nicht recht vertrauen. Hallo? Ja, ich bin's, der Egon. Servus, Schwarze. Ist der alte Herr zugegen? Nein, ist auch gut. Wo ich bin, willst du wissen? Ein Heiligenstadt in einer Kreislerei, ja. Ja, freilich ist der Ferenzl mit mir. Versteht sie, mein ältester Spezi. Ja, ist ein bisschen traurig geworden. Ich weiß nicht, gerade noch war er so lustig. Naja, umständ und zuständ. Also, Herr Zuschneckern, wenn der alte Herr nach Haus kommen soll, richt ihm bitte aus, dass den Zacharias Gschweidler ein kleines Apoplexiderl gestreift hat. Ja, er liegt auf der Tacken, wie man bei uns sagt. Also richt es ihm aus, gell, vergiss das nicht. Servus, Schwarze, servus. Hättest du es wenigstens auch wegen dem Formalin gleich sagen können. Ah,
Das nutzt nimmer, Frieda. Ebenso gut könntest du mit einem Fingerhut voller Waldfeigern in ein sommerliches Leichenhaus marschieren. Frieda Deichsel, Egon, bist ein rechter Grauslicher. Ja, sehen Sie, da vorne zeig ich doch. Caroline, lass mich nicht sterben. Mir scheint, das Gaslicht brennt halt anders als sonst. Lass brennen, Fernsel, lass brennen. Was dir alles auffällt, also ich könnte da durchaus keinen Unterschied feststellen. Was halt in dem Gewölb anders ist, das ist der Geruch. Aber das merkst du ja genauso gut wie ich, ne? Ja, ja. Bist halt ein Materialist, Egon, da oben. Ich sag mir halt, vielleicht wär's doch schön gewesen, wenn wir die Waldfeigerl mitgenommen hätten. Ja, wenn's nix genutzt hätte, geschaut, hätt's auch nichts. Brennnesselstauden oder Buschkettern aller Heiligenblumen wären besser am Platz gewesen. Nur kein Violett, wenn's draußen finster ist. Überhaupt jetzt im Herbst, da verwischt sich alles so geschwind. Was du aber heute daherredst, dass du rein gar nichts über hast fürs Tragische. Verstehe dich manchmal wirklich nicht. Mehr Poesie, sag ich dir, Egon. Mehr Poesie und vor allem das Gefühl vertiefen. Wenn sie nutzt, schaden wir jetzt gewiss nicht. Das heißt ja schon Gefühl und Tragik oder Poesie, das sind doch alles Regenwürmer, die in einem alten Sardinenbüchsel umeinander krabbeln. Na, schau dich doch um. Genügt dir das nicht? Einen schönen guten Abend, liebe Herren. Frische Pakete. Kommen Sie nur weiter, Frau Resi. Der mir hergehen. Ja, freilich, Frau Resi, schon seit dem Schulgehen. Kommen Sie nur her, da sollen heute auch einen guten Tag haben. Was kostet das Körperl, wann's für uns sein soll? Oh, du meine Güte, für sowas ist der Unsereiner gar nicht eingerichtet. Das ganze Körperl. Ich müsst es halt vorher abzählen. Einen Ausnahmspreis sollen sie aber schon kriegen, weil sie halt gar so lang kennen, euer Gnaden. Geben sie es her, zählen wir. Sollst nicht lachen, Egon. Zwei, drei, vier, fünf und zwei macht sieben. Also Passionen haben die Leute. Ferenschl, noch lang werden wir die nimmer haben. Wenn das der alte Seher. Zehn, zwölf. So, liebe Frau Resi, was macht das jetzt? Rechnen's mal an. Fashionpreis. Eine Krone. 20. Euer Gnaden, weil Sie sind. Küsst die Hand, Herr Gnaden. Bist schon recht tüchtig, Fränzl. Eine ganze Friedhofsgärtnerei hast jetzt beieinander ein bisschen weg. Sind zwar schon die Blärmel und zerrafft wie die Zigeunermenscherl im Brat, aber das macht ja weiter nichts. Hauptsache, dass es dir schön tief ins Gmiert neigelt. Hilf mir lieber. Ja, bei was denn, Freundin? Stell dir vor, wir werden das Gewölb aufputzen. Alles, das da schön. Ja, also weißt mir leid tust und weil ich ein Feschack bin, gehen wir's halt an. Caroline, mir wird ganz ruhig aufhören. Ganz schwarz. Der Schwind packt mich. Ich fliege durch die Luft. Über.
Bauch. Was wird einem bei der Arbeit? Macht er halt Gilet auf für einen. Ich sehe lauter Reser und nasse Blumen. Die Pablatsche bricht ein. Die schwarzen Jungen. Ein Schneider sitzt am Deckel mit einer Zange und glurrt auf mich und Karin. Bist schon ein englischer Kasper für Einzel. Jetzt brauchst du nur noch die Kerzeln anzünden und ein großmächtiges Lebzelt, Herz sei dein, hast dir sakrisch verdient. Kein Spott, Egon. Was sagst, wenn ich dir sag, dass Kerzeln kommen? Was ich gehör, gehört sie. Bravo, Feuerinsel, bravo. Keiner soll mir sagen, dass ich nicht ein guter Kerl wär. Ich bin blind. Gib's mir alle die Hand. Caroline, mach's Ladel auf. Oh, ihr herrliche Licht. Iste perfecit opus, wie die Intelligenzler sagen. Ferenzler, du bist ein Meister in der Maskerade. Könntest ohne weiteres zu einer alten Fürstin in Dienst gehen. Weißt was? Mir gefällt's. Aber geh. Geh mal, Freund Ferenz. Einstweilen haben wir nichts mehr zu tun da und für dein Gmiert haben wir, glaube ich, das Nötige getan. Ja, komm, gehen wir jetzt. Aber schön pscht, damit wir niemanden aufwecken. Jetzt bin ich da, aufgegangen wie der Mond im Fenster von einer herrenlosen Speiskammer. Licht ist, nichts ist mehr versteckt. Kommt's nur ins Ratzeln, kommt's nur ins Maseln. Ich schein euch den Speck an und die Kasel ab. Keins braucht sie mehr fürchten. Und die Fallen sind zugeschnappt von selber. Kommt's nur, kommt's. Hallo, Herr. Caroline, du, wo steckst du? Die Lampen zünden wieder an. Ich sehe nichts. Blindes, wie ein Maulwurf mit ausgestochenen Augen, der Herr Grässler. Maulwurf. Wer ist da? Ich. Wer ich? Ich. Ja, was heißt ich? Wer sind ich? Ich. Das sind Hals und Wau von einer Diebin. Probier's, Grässl, ob's das angreifen kannst mit deinen zittrigen Händen. Frechheit! Frechheit! Dimit! Wo seist denn? Sucht's mit, da bin ich! Licht! Wo hab ich meine Strafhölzer? Schon gestohlen. Die brauchen sie in der Lebtag nimmer. Ja, Wachmann! Polizei! Feuer! Brand! Schreit's noch einfach, Grässl, schreit's noch. Kein Mensch wird in der Herren. Heute Nacht schlafen alle fest mit den Ohren in die tiefen Fenster. Heute träumen alle von was schön. Hilf's mir du! Die Löcher und sind schon gut, Grässler. Ich bin die Königin von Mäus und Ratzen. Hörst du, dass wir's rauskommen? Piep, piep, piep. Kommt's nur, meine Kinder. Fresst's euch an. Ja. Weh dir, wo man so angerührt wird von meinen Sachen. Sie fressen schon, sie fressen schon. Erst, dass wir's pfeifen. Du Ratschen, wo ich reiß dir die Haare aus, wo ich wieder wisch. Mein Sack da in der Hand ist tief wie die Welt. Jesus, meine Hand, was hätte ich vergessen? Grässler, Grässler, wo ist leer?
Ja, ich hab Schere. Mit der schneide ich mir die Hand aus dem Lader und steck sie mit Sack. Und dann steh ich. Und dann bist du unter ihm meine Hand. Und dann wirst du meine, nicht unter ihm meine Hand. Such's jetzt, deine unguten Hand. Na, Caroline, Hausmeister. Lauter Zacherl, lauter musst schreien. In der Früh waren Scherenschleifer da, mit den spitzigen Zähnen. Zum Mittag waren die Messer scharf, wie ein Rasiermesser. Wie aber die Sonne untergegangen ist. Aufhören, ich wie aber hören. Dann die Sonne untergegangen ist. Nur aus mit den tiefen Tönen. Ja, was soll ich gesehen, seit mir zu mir untergegangen ist? Ja, was geschehen ist, möchte ich wissen. Hallo, Rotzenkönigin. Hallo. Sie ist fort. Nur die Verwesung ist blieb. Aus ist. Ja. Und dann durst du mir auf einmal. Und ich nur. Zum Brunnen finde nur ein Lager Wasser. War ich mein Stiefkind. Das ist meine Hand. Sie hat es da nicht gefunden. Gott sei Dank, und Dank. Die waren es gut versteckt. Wo seid ihr denn, meine Biberen? Ja, ja, gleich bin ich bei euch. Ich komme schon. Schön langsam zurecht. Ein Moment. Ja. Endlich. Ach, so kalt und nass heute, meine Biberen. Wir zogen im Winter am Baum. Aber ich bitte euch ein Lackerwasser. Ein kleines Lackerwasser. Ich verdurst. Einen ganzen Brunnen voll sollst haben, Kreisler. Einen schönen, klaren, tiefen, frischen Brunnen voll. Komm nur her. Wir führen dich hin. Kannst nicht sehen, gell? Ja. Mach dir nichts draus. Es wird sich schon geben. Komm. Komm. Aus ist. Schrammen spült's auf. Die Schmutzertanz. Die hat er immer so gern gehört. Der Söllige. Es geht aber auch an jeden, der was ein echter Werner ist, ganz tief ins Gemüt.